weil es schneller geht. Verdammt. Er hat recht. Wieso bin ich eigentlich gerade einfach mit der Treppe rumgelaufen? Keine Ahnung, vielleicht ist sie verflucht. Warp. Alia. Ja, Hafenstadt, Alia. Da, wo die ganzen Tieren rumgelaufen sind. Mhm. Wo war denn der Typ nochmal? Saratos, keine Ahnung. Und das Schiff ist ja ziemlich klein. Ja, das Schiff, das soll was heißen. Ah, wer das? Nein, Saratos war der Typ mit dem Bandana am Kopf. Okay. Runter mal. Runter, ich sag runter. Nein, das ist er nicht. Hoch, rechts. Der ist schön im Pub. Der ist schön im Pub, lässt sich volllaufen. Und dann, nein, oben. Stockhöhe. Nein. Ist er nicht da. Weil wir die alle wie geiles Freunde aussehen. Jo. Wo ist er? Scheiße, was weiß ich. Im Inn. Warum ist der im Inn? Nein, doch nicht. Kann sein, dass er doch nicht da ist, dass der irgendwie. Er hat doch ein Lehrer gesagt. Schau in jedes Haus mal. Ah, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Wir sind ja wieder mit dem Schiff da einmal gefahren. Und ich glaube, der ist einfach im Hafen irgendwie. Das müsste sein. Nee. Ach so, ja, okay. Okay, vertan. Das war hier. Hier geht's zur Anhöhle, glaube ich. Ja. Das ist etwas, was mir jetzt ein bisschen, was hier ein bisschen vermisse bei Luffy in der Weltkarte. Ja, ich glaube, es gibt die Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie die aufruft. Select. Oh Mann, ey. Ja, wir haben keine Ahnung, warum. Alia. Nein. Er muss. Ja, Alia, du warst nicht in jedes Haus. Nicht, dass Alia ist. Ihr herum im Nichts. Glaubst du, das ist ein Monster, das hat plötzlich auftaucht, oder was? Da drin waren wir jetzt erst. Ich geh wieder. Bitte. So. Das ist die Stadt, wo wir herkommen. Scheiße, stimmt, verdammt nochmal! Je nach Alia, du hast nicht in jedem Haus drin. Ja, ich bin Alia. Alia. Ey. Du Schwanz ohne Nudel. Alia. Du sieben. Du sieben. Satos wird das schon schaffen. Ja. Und das mittlere Haus hier. Hab ich doch gesagt. Das ist die Sache, Tote. Hallo, schön euch zu sehen. Was wollt ihr? Wir möchten, dass du uns ein Schiff baust. Warum wollt ihr ein neues, ein gebrauchtes ist viel billiger. Es muss aus dem Aura-Bomb hergestellt sein. Ein anderes Schiff könnte den Motor nicht tragen. Den Motor? Du meinst Lexus-Motor? Ja! Lexus ist ein Genie, mit dem Motor können wir ein gewaltiges Schiff bauen. Ja. Okay, ich baue das Schiff, aber wegen dem Motor muss ich einige neue Berechnungen machen. Also müssen wir eigentlich alles berechnen. Das kann etwas dauern. Wo haltet ihr euch auf? In Kytos! In Kytos irgendwie so. Ja. Dann muss ich den...
durch das Wassertor in Auralio. Gibt es da ein Problem? Nein, warte, in Kytos auf mich. Ich bringe euch das Schiff, sobald es fertig ist. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, also verliert nicht die Geduld. Ich werde jetzt an dem Schiff weiterarbeiten, der hat noch nicht mal angefangen. Was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Wir gehen nach Kytos und warten drauf, dass das Schiff fertig wird. Geil, geht's erst wieder zum Museum. Jetzt müssen wir einfach kaufen. Der braucht aus dem Kugelschreiber Mine und einen Faden hin im Schiff zusammen. Der macht uns aus einer Kugelschreiber Faden. Und einen keine Ahnung. Zitronensaft braucht eine Bombe. Er macht aus einem Kugelschreiber Kytos, ja. Ich bin MacGyver und ich mache aus diesem Kugelschreiber und dieser Mine eine Atombombe. Keine Ahnung, ich muss ja Blumen? Wer will Blumen? Was für Blumen kann ich eine haben? Danke, danke, dass die kostet eine Goldmünze. Ja. Die ist ziemlich stattdessen. Wer ist es vor allem? Ich hab mir noch nicht aufgefallen. Keine Ahnung, drück mal weiter. Ja, mir geht es gut. Achtung. Geht K.O. Achtung. Ich sage es nicht, wie das aussieht. Was für ein schönes Sandwich. Oh nein, meine Hallo, Schwester. Hallo, Kinder, haben hohe Stimmen. Kannst du mal eine hohe Stimme machen, du Nudel? Kein Aufsatz, du bist die Frau. Deiner! Haltet durch, Lehrer! Haltet durch! Ich kann nicht so laut reden heute. Wir bringen sie an einen Ort, wo sie sich hinlegen kann. Und der Juhausi ist gleich da drüben. Folgt Hallo, mir. Hallo, Kinderstimme. Und super. Der hat irgendwie Gruppstimme von irgendeinem so 85-jährigen Opa. Ja, der gerade so einen Katheter aussucht, der am Wandschrank hängt. Ich kann nicht lauter reden. Mein Vater schlaft. Noch. Immer. Ja, Tatsache. Wird. Ja. Wir sind da, bringt sie rein. Ja. Oh Gott. Reicht doch schon. Schwester Herzchen. Smoochie Poochie, wo bist Hals. Du? Ja, geht es gut. Ich Was fehlt dir? Bestimmt einen Freund. Ich kann dir aushelfen. Lass mich gar nicht sprechen. Sie ist vollkommen erledigt. Wenn sie sich ein paar Tage ausruht, ist sie wieder fit. Sie arbeitet den ganzen Tag und blub. Wenn wir hier leben können, wäre sie nicht so erschöpft. Kein guter Abschluss. Kann ich mal aufhören, du kannst mich voll enttäuschen. Egal, Lara, bla 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 bla. Hoppla, warum liege ich denn im Bett? Du bist K.O. Ja, schade. Ich kann zufällig auf Mikro, der gerade nackt auf dem Boden lag. Ihr seid hier nicht, weil wir Blumen gekauft haben. Habt ihr mich hierher gebracht? Danke. Blumen gekauft? Ja, wir haben eine Blume. Nicht gekauft. Der Rede wert. Ja, du hast ja eine gekauft, die Nuss. Es war teuer, eine ganze Goldmünze. Ich habe ja nur 500.000. Aber du solltest wirklich bis auf die Opfer. 500 Millionen. Ja, ich weiß. Nein, Lara, du musst ein paar Tage im Bett bleiben. Danke, mir geht es wieder gut. Ich muss für morgen noch Blumen pflücken. Übrigens, ich habe auf dem Berg eine Blume bemerkt. Das war die schönste, die ich je gesehen habe. Oh nein, ich mir schwart übrigens. Ja, die musst du holen. Wenn ich sie in die Finger bekommen könnte, wäre sie sicher ein Verkaufsschlager.
Lara. Sieh mal auf, Fall, dass ein RPG ist damals, so in den 90er Jahren, dass die ganzen Frauen, wenn die ins Bett mussten, dass sie mal reingeworfen wurden. Also richtig. Ja. Ich sag nicht, die eine Szene bei Final Fantasy 6. Ich glaube, weiß nicht, irgendein Part bei mir, ja. Da sind mal Rau und nimmt der Terror und schmeißt ihr da 5 mal ins Bett. Dann fliegt sie raus, dann hockst du auf und schmeißt sie nochmal rein. Ja. Spielen wir Baseball. Wir nehmen etwas unter. Müssen etwas unternehmen, sonst können. Sonst können wir sie nicht davon. Wieso lese ich gerade Zeiten? Ja, genau, abhalten, nach der Blume zu suchen. Den lassen wir die Blume holen. Betäube. Betäuben natürlich, das könnten wir tun, nicht wahr? Ja, geht nur alle kurz mal aus dem Zimmer raus und schießt ab. Wespen! Dieser scheiß Schnupfen. Narkose. Das funktioniert nur, wenn du Narkose hast. Was wäre jetzt, wenn ich nicht Narkose hätte? Ja. Würdest nicht funzen. Müsstest du dir Narkose holen. Als habt ihr mit meiner Schwester gemacht. Oh, das bist du. Ja. Ihr geht es gut, das Narkose reicht. Ist ein Schlafzauber. Sie wird wieder aufwachen, wenn es ihr besser geht. Also die. Ja. Wirklich? Nein. Wollen wir jetzt fressen? Ja klar, das wird sie. Nein. Ja klar. Fick dich, fick dich! Das wird sicher eine nette Abwechslung zu dem ganzen Bauer, Kämpfen ey, mit dem Monster. Ja, so mein Video, mich zu beleidigen! Fick du dich! Du Judas! Kleines Nebenprojekt, in dem das Wort fick dich so um die 95.000 Milliarden 896 Mal gemacht wird, gesagt wird. Wir suchen die Blume, die deine Schwester gesehen hat. Pass inzwischen gut auf sie auf. Ich bin gespannt, das werden wir. Mit. Ich bin gespannt, dass sie zensieren. Und wo pflückt deine Schwester normalerweise ihre Blumen? Am Busch. Auf dem Berg, südlich von hier. Dort gibt es viele schöne Blumen. Mit Keksen. Also der Berg südlich von hier. Gut, Miko, auf geht's. Da waren bestimmt geil hier die Party, was soll denn der Scheiß? So. Weil er ein Kavalier ist und jedes Mal. Du bist einfach nur schwul. Ja. Okay, ja, wir gehen shoppen, würde ich sagen, jetzt mal, oder? Eine Übernachtung kostet 50 Gold, ja. Wir müssen aufhören, weil ich habe jetzt dann ja, Besuch. Das war's auch schon mal wieder. Ein ziemlich langweiliger Part, den wir nur Scheiße gebaut haben. Eine Filler-Folge. Wir machen... Speichern. Ja, ich speichere ja schon. Speichern. Ja. Speichern! Ich, ja, machen wir vielleicht nochmal einen neuen Spielstand. Dekon, nein! Nein! So tot! Nein! Das ist dein Fuß, nicht der Fuß anfassen. Ja, wie gesagt, das war's mal wieder für Let's Play Witcher 2 heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen von meinem Gast, jo, der wieder mal da nur beleidigt hat. Hi! Ja, kein Problem, immer wieder gerne. Und ja, ich verabschiede mich auch mal. See you, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und schaut, und esst viel Kuchen. Und also viel Pudding. Du bist fett. Du bist fett. Nein, du. Nein, du. Immer zweimal mehr wie du. Nein, du.